Langkerbe ist versorgt, wie gewünscht. Und wir halten Ausschau nach mehr Frostklauen. Wir werden stärker. Drei weitere Jäger haben bestanden. Aber unser Ziel war, den Berg zu befreien. Und jetzt? Bleibt bereit. Schärft eure Speere. Falls wir nicht zurückkehren, müsst ihr den Schnitt verteidigen. Wenn unser Häuptling damit einverstanden ist... Hört sich vernünftig an. Aber hoffen wir, dass das nicht eintritt. Häuptling? Verantwortung zu tragen ist eine große Last. Das ist mir bewusst. Ich nehme an, du hast noch nicht mit Uriah gesprochen? Warum sollte ich? Das ist es, was sie wollte. Zum Donnerkamm zurückzukehren. Ihr einziges Ziel. Ich hätte also wissen sollen, dass sie meinen Speer beiseite stößt. Als meine Schwester von den Katscha zurückkehrte, war sie verändert. Was widerfuhr Uriah, als sie eine Gefangene der Katscha war? Als Schamanin ist sie geschickt mit Maschinen. Sie verfolgen, sie betäuben. Die Katscha fingen die Maschinen mit ihr für den Sonnenring ein, wo sie auf Unschuldige losgelassen wurden. Sie wurde zum Teil ihrer Blutspiele. Diese Schande ertragen unter der gnadenlosen Sonne. Sie überlebte. Sie ertrug es. Ertrug es, indem sie an die Stimme dachte. Ihre Bestimmung. Und jetzt ist es alles, was sie hat. Was geschah mit der ersten Expedition? Uriah führte uns zum Gipfel. Aber dort war ein großes Tor. Eine Art Brutstätte. Neues Metall. Wir wollten es durchbrechen. Aber es ging nicht. Wir waren erschöpft. Kein Weg voran, Maschinen hinter uns. Ich entschied mich zum Rückzug. Wir verloren viel. Doch zu bleiben wäre schlimmer gewesen. Ich hatte gehofft, das Uriah nie wieder anzutun. Was glaubst du, ist hinter dem Tor? Ich weiß es nicht. So viel Metall, das tote Brummen. Dort kann nichts Gutes sein. Auf dem Berg erwarten uns Maschinen und Tod. Unserer oder der des Dämons. Und wenn wir die Stimme doch finden? Dann sollten wir sie vielleicht von ihrem Leid erlösen. Ich bin wirklich froh, dass du mich begleitest. Jemand muss auf Uriah aufpassen. Wir können uns nicht willkürlich an irgendwelchen Reisenden rächen. Nicht jeder Kaja stand hinter dem verrückten Sonnenkönig. Ich wünsche dir alles Gute. Aloy, hier ist sie. Meine Chance, mich wieder mit der Stimme zu vereinen und sie vielleicht mit dem blauen Licht zu vereinen. Diese Chance hätte ich sicher nicht alleine gehabt. Ich brauchte einen Fremden. Jemand, der unwissend über uns ist. Aber nein, nicht unwissend. Ich... Willst du dich bedanken, Uriah? Ja, natürlich. Denn so bist du. Du löst Knoten. Und schaffst Möglichkeiten. Danke, dass du diese Reise ermöglicht hast. Ich wünschte nur, Aratak hätte nicht gedemütigt werden müssen. Es war gut, ihn mitzunehmen. Er hat es verdient, so stur wie ein Stein. Aber das musste sein. Der Krieg forderte es.
Und ich ebenfalls. Aratak erzählte mir, dass du lange Gefangene der Kaja warst. Das klang schrecklich. Für Aratak liegt alles nur daran. Er denkt, die Kaja änderten mich. Das stimmt nicht. Sie schärften nur meinen Blick. Wenn alles verloren ist, denkst du an das, was wirklich wichtig ist. Die Stimme. Das blaue Licht. Das Jenseits. Und an meinen Bruder. Immer wenn ich den kalten Nordwind spürte, dachte ich an ihn. Sorgte mich um ihn. Was machte der Krieg mit Aratak? Er riss alles fort, bis nur sein wahres Selbst übrig blieb. Unbeugsames Eis. Kein Banuk hat mehr Willenskraft. Er kämpfte sich durch 1000 eiskalte Nächte, doch er traf am Morgen immer seine Jäger. Man sagte, er litt 23 Wunden in dieser Zeit. Seine Jäger zählten mit, er beklagt sich nie darüber. Er sagt nur, das Leben sei mit mir schwieriger. Er hat recht. Ich habe ihm immer nur Kummer gemacht. Was finden wir da oben, Orea? Ruinen. Maschinen. Ein Tor wie das einer Brutstätte. Ich glaube, dass du es öffnen kannst, Aloy. Denn dahinter liegt die Stimme. Ich weiß, dass sie dort ist. Doch ich glaube, dass der Dämon den Weg verbergen will. Jetzt, wo ich Häuptling des Verax bin, kann ich dich wohl nicht anweisen, von Silence zu erzählen? Aratak hätte nie gewagt, ein Geheimnis des Konklaves zu erfahren. Doch du bist nicht Aratak und wenn du mit Silence zu tun hattest, ist es nur allzu verständlich. Silence kam aus dem fernen Norden nach Ban-Ur. Ein junger Schamane der Eulenwache. Ein ferner Verak, der selten zum Handeln herkommt. Silence war ein Schamane? Das stimmt. Zumindest sagte man das unseren Boten bei der Eulenwache. Sie sagten, er wäre einer. Niemand weiß so viel über Maschinen wie er und er war bereit, sein Wissen mit uns zu teilen. Es dauerte nicht lange, bis das Konklave ihm vertraute und ihm letztlich gewährte, teilzunehmen. Was ist mit dir? Hast du ihm vertraut? Nein. Doch er beeindruckte mich. Er strahlte Sicherheit und Autorität aus. Ich wollte von ihm lernen, aber dazu kam es nicht. Wir haben ihm unseren allerheiligsten Treffpunkt verraten, die Eishöhlen des Malmstrom, einen Monatsmarsch von Ban-Ur. Wir trafen uns gemäß der Tradition im Winter. Aber als wir wiederkamen, waren die Höhlen geplündert. Relikte der alten Welt gestohlen. Löcher im Eis und Metall. Ja, das musste Silence gewesen sein. Er verschwand mit der Beute. Wir schickten unsere besten Verfolger los. Keiner kam zurück. Und als wir dann die Eulenwache fragten, waren seine Bürgen einfach verschwunden. Als hätte er nie existiert. Einige im Konklave zweifelten sogar daran, dass er ein Banuk sei. Was meinst du dazu? Er hat ein unverzeihbares Sakrileg begangen. Er ist skrupellos.
Und gefährlich. Aber auch brillant, bewandt und sachkundig wie kein Zweiter. Abgesehen vielleicht von dir. Jeden anderen würde ich warnen. Aber du könntest vielleicht bei ihm Erfolg haben. Sei trotzdem vorsichtig. Ich werde daran denken, Orea. Danke. Es war nicht einfach für dich, Orea, hierher zurückzukehren. Alles, um ihre Stimme wiederzuhören. Diesmal hören wir sie beide. Das wäre schön. Also bist du bereit? Sobald wir aufbrechen, ist der Rückweg schwierig. Endlich unser Aufstieg. Wie? Ich sehe keinen Weg hoch. Nicht hoch. Durch. Jetzt, Bruder! Stimme wartet. Und noch einiges mehr. Es wurde Rauch in der Anlage entdeckt. Dies ist keine Übung. Bewahren Sie Ruhe und gehen Sie zum nächsten Ausgang. Ich wiederhole, dies ist keine Übung. Du siehst ja, auch ich kann über die Macht der Alten verfügen. Die Stimme sagte mir, dass das einst alles Teil ihres Reiches war. Eine Festung, die die Menschheit vor einer schrecklichen Gefahr schützte. Festung? Sieht mehr wie eine Maschine aus. Ist das nicht passend? Das blaue Licht weilt oft in Maschinen. Dann ist hier hoffentlich auch welches. Metallsäulen. So hoch wie Banduhrs Klippe. Das gefällt mir nicht. Hier, einfach rüber. Erklang die Stimme in diesen Hallen. November 2064. 3 Jahre ist es her, dass ich zuletzt hier war. Und 12, seit ich hier Chef war. Nur eine Notbesetzung hier, die nicht weiß, was ich hier will. Ich auch nicht. Anita will, dass ich den Betrieb eine Weile unterbreche. Vielleicht für sehr lange. Und ich weiß nicht, wieso. Aber ihrem Tonfall nach war der Grund. Entsetzlich. Könnte ich ihr nur in die Augen sehen und sie fragen, was sie so in Panik versetzt hat. Aber das ist ja nichts Neues. Wann wünsche ich mir das schon nicht? Aloy? Hast du versucht, etwas zu hören? Hier sind Erinnerungen. Nachrichten von den Alten. Du kannst sie hören? Ich beneide dich. Was sagen sie? Ich bin nicht sicher, Orea.
Maschinen. Wenigstens sind wir im Vorteil. Wer? Ich? Verlangsamt. Angriff! Wenn wir höher klettern, offenbart sich uns der Weg. Das nehme ich für unterwegs mit. Wenn der Wald nicht langsam geht, tun wir das auch. Es ist nicht mehr weit. Bei unserem letzten Besuch kämpften wir uns hier durch. Aber Maschinen überrannten uns. Wir gaben nach, verloren Bestände und erlitten Verluste. Nun müssen wir siegen, mit zwei Kriegern und einer schutzlosen Schamanin. Aloy ist kein gewöhnlicher Krieger. Und ich komme gut zurecht. Außerdem könnten wir diesen Weg nehmen. Da oben sind Maschinen, aber auch Deckung. Wir bleiben unentdeckt. Für eine Weile. Na schön. Ich hab verstanden. Jetzt folgt mir einfach. Türme. Dampf, Frost. Wozu war das gut?
dort lang, vor Jahren, als ich bei den Maschinen Deckung suchte. Dort stehen jetzt sicherlich Wachen, aber vielleicht bleiben wir unbemerkt. Mann, achtet auf mich. Wir gehen, wohin du gehst, Eli. Das brauche ich. Wenn er gewesen hätte, es mich erwischt. Achtet auf mich, wenn Pirsche da sind. Ich kann das Kühlsystem nicht wirklich abschalten, aber ich kann den Stromverbrauch drosseln, bis es vollständig von der Caldera verdeckt wird. Aber wovor verdeckt? Firebreak aus Sicherheitsgründen schon immer geheim. Aber das wäre übertrieben. Selbst für den verstorbenen Mr. Levins. Was könnte Anita aus der Ruhe gebracht haben? Etwas Vorrat. Ist das ein Projektor? Vielen Dank, dass ihr alle heute hier seid. Ich schätze, es ist nicht alltäglich, in einem aktiven Vulkan Cocktails zu trinken, oder? Bis auf George. Und ich kann es ihm wirklich nicht verübeln, dass er trinkt auf der Arbeit. Nichts von dem hätte funktioniert ohne unseren hochgeschätzten Direktor, Kenny Chow. Also, auf dich, Kenny. Nur dank dir schläft die Yellowstone Caldera. Du verdienst eine Margarita. Einen Moment noch bitte, Leute. Ich will etwas hinzufügen. Denn das alles wäre nicht möglich gewesen ohne unseren Lead-Programmer. Danke, Anita. Dafür, dass du uns unser Genie geliefert hast. Cyan. Ich stimme zu, Direktor Chow.
Okay, Cyan. Was ist die neueste Zahl? Der aktuelle Stand ist 1654. Wow, darauf trinken wir zusammen. Auf 1654 weitere Jahre ohne eine Eruption. Es war die Stimme mit den Alten. Ich konnte aber nicht alles verstehen. Du hattest recht, Orea. Dieser Ort sollte Schreckliches aufhalten. Und das tat er. Und die Stimme. Ich glaube, langsam weiß ich, was sie sein könnte. Die Tür ist jetzt offen. Wir können durch. Ich muss noch mit diesem Berg abrechnen. Von der Tür trennt uns ein gewaltiger Haufen Maschinen.